wohin mit Tieren, die keiner mehr liebt? Eine gute und wohl auch die einzige Adresse sind Tierheime. Doch manche Tierbesitzer, die sich, warum auch immer, von ihrem Vierbeiner trennen, gehen diesen Weg nicht. In Meißen gibt es davon gleich mehrere. Einer setzte seine alte Dogge aus, ein anderer band den alten Cocker Spaniel einfach an der Tierheimpforte fest. Die Dogge und der Cocker Spaniel sind ein ungleiches Pärchen und doch teilen sie ein gemeinsames Schicksal. Beide sind hochbetagt und beide sind von ihren Herrchen und Frauchen nicht mehr gewollt. Herzlos ausgesetzt fand man Ende Oktober die Dogge. Vor wenigen Tagen dann gleich der nächste Fund, der Cocker Spaniel, angebunden am Zaun des Tierheimes. Durch Zufall wurde er noch am Abend entdeckt. Hätte er die Nacht draußen verbringen müssen, wäre er jetzt wahrscheinlich tot. Anstatt das hier anzubinden, das Tier, mal kurz zu klingeln und zu sagen, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Wir verurteilen doch die Leute nicht für Abgabe von Hunden, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn man nicht mehr weiter weiß. Warum gerade ältere Tiere immer wieder ausgesetzt werden, offenbart der Gesundheitscheck beider Hunde. Die Dogge hat einen Knoten am Hinterteil und extrem gerötete Augen. Der Cocker Spaniel hat schlechte Zähne, grauen Star und ist noch dazu herzkrank. Beide Hunde haben das Alter erreicht, wo viel Geld für Medikamente und Untersuchungen nötig wird. Wer das nicht hat, setzt eventuell aus. Das allerdings könnte leicht verhindert werden. Wichtig wäre für mich, dass die Hunde oder alle Tiere im Prinzip, die im Haushalt leben, geschippt werden. Damit kann man nämlich nachvollziehen, wem sie gehören. Der Besitzer ist eindeutig identifizierbar. Auch wenn man den Grund vielleicht kennt, Verständnis hat man im Tierheim für die Herzlosigkeit der ehemaligen Besitzer nicht. Deswegen hat man auch 200 € ausgelobt für Hinweise, wem Dogge und Spaniel einst gehörten.